So, heute Espresso Talk. Ihr seht, ich zeig's mal hier, wir sitzen bei uns am wunderschönen Schwanenteich. Ich habe immer gesagt Schwanensee, heißt aber Schwanenteich. Und eigentlich wollten wir heute bei diesem schönen Herbstwetter den Espresso Talk hier machen, aber irgendwie ist noch zu viel Wind und deswegen gehen wir jetzt wieder zurück ins Büro, damit ihr auch was versteht. So, ihr seht, wir sind also wieder zurück in unserer Küche. Es war also doch zu windig draußen. Wetter ist schön, aber halt noch zu viel Wind. Da hättet ihr, glaube ich, nicht so viel verstanden. Und deswegen machen wir es heute mal wieder hier. Wir trinken normalerweise aus richtigen Tassen, aber heute eben mal hier. Wenn ihr Kaffee kauft, dann immer von McDonald's, weil... Das Goldene M. Das Goldene M, weil ich bin ja, oder wir sind ja McDonald's-Aktionäre schon seit vielen Jahren. Deswegen immer, wenn ihr euch einen Kaffee kauft, klingelt's bei mir. Kauft also McDonald's-Kaffee oder irgendwas anderes bei denen. Okay, auf geht's. IB Days. So vermeiden Sie jeden Crash garantiert. Danke, war wieder einmal ein sehr lehrreiches Video. Glaubst du, dass sich einige Große absprechen, damit es zu Abverkäufen wie am 24.08. kommt? Das ist also ein, das war ja vor dem Vortrag, den ich auf den IB Days in Frankfurt gehalten habe. Wird es übrigens nächstes Jahr im März wiedergeben und wir haben auch schon wieder Plätze da gebucht. Also das Ampelsystem, dass wir sagen, wir schauen uns einfach an, wann erkennt man denn, wann ein Markt kippt, von oben nach unten. Und jetzt die Frage, sieht man das am Ende? Man sieht es im Grunde auch mit dem Ampelsystem. Und zwar, wenn ihr euch anschaut, wenn also einfach die Volatilität zu hoch geworden ist, gemessen am VVIX, also wenn die auf über 140 geht, wir waren dieses Jahr sogar schon mal bei über 200. Wenn ihr seht, dass die Put-Call-Ratios extrem hoch sind, also wenn die eben auch über 1,4 gehen, zwei, drei Tage hintereinander, wenn die, wir hatten dieses Jahr, glaube ich, im Crash bis fast auf 2 hinauf, also 2,0, das bedeutet, es werden doppelt so viele Puts gekauft wie Calls. Das sind dann alles schon so Anzeichen, dass wir Panik haben, wenn der Fear and Greed Index runtergeht und beispielsweise jetzt bei 5 ist oder irgend sowas, dann könnt ihr schon erkennen, wann das Ganze zu Ende ist. Ich persönlich glaube sogar, es ist einfacher, einen Boden zu erkennen als ein Hoch, weil du halt am Boden hast du eben immer Panik. Also es gibt ja so einen alten Spruch, da von unserem Rothschild-Bankier, kaufen, wenn die Kanonen donnern oder kaufen, wenn das Blut auf den Straßen fließt. Und das hat man heute auch immer noch. Also zuletzt wird halt an den Aktienmärkten nochmal mit voller Panik verkauft und das merkt man natürlich. Also das kann man schon fühlen, so als Händler so ein bisschen. Und dann ist natürlich für uns eine gute Zeit, um da unten dann Putz zu verkaufen. Und der zweite Teil der Frage, glaubst du, dass sich einige große absprechen, damit es zu Abverkäufen kommt? Naja, ich glaube gar nicht mal, dass sie sich so sehr absprechen, aber heutzutage läuft ja alles und ein Großteil des Handels über Computer. Und letztendlich sind die alle gleich programmiert. Also der eine macht es ein bisschen schneller, der andere ein bisschen langsamer. Aber die Logik, die hinter solchen Systemen ist, die ist ja im Grunde genommen überall gleich. Und dann ist halt einfach so, diese Verkaufs- oder Kauf- und Verkaufsprogramme, diese ganzen, wir sagen immer Skynet, wenn der einmal anfängt zu verkaufen, dann fängt der nächste an zu verkaufen. Und das ist dann so eine, das schaukelt sich dann so auf. Ich glaube jetzt weniger, dass es die große Verschwörung gibt, dass jetzt Merrill Lynch zu Goldman und zu JP Morgan sagt, los, morgen verkaufen wir, sondern die kommen letztendlich immer zu den gleichen Ergebnissen. Wenn sie einfach merken, dass die Großinvestoren ihr Geld abziehen, dann ziehen die das bei allen ab und deswegen kommt es, glaube ich, zu dieser relativ gleichgerichteten Entwicklung, unter anderem eben auch mit den Computerprogrammen, die dann alle irgendwie gleich reagieren. Hallo Nicole und Jens. Was hält ihr davon, Current Calls statt mit dem Basiswert mit einem längeren laufenden Call Spread zu machen? Scheint mir deutlich weniger kapitalintensiv zu sein, bei weiter reduziertem Risiko. Habe ich einen Denkfehler? Wo liegt die Fallstrick? Danke und Grüße, Thomas. Hallo Thomas, viele Grüße zurück. Also einen Denkfehler hast du nicht, sondern das, was du hier beschreibst, ist ja tatsächlich eine bekannte Strategie, die man machen kann. Und zwar Covered Calls bedeutet ja, du kaufst die Aktie und verkaufst dann obendrauf Optionen, um eben Zusatzprämien einzunehmen. Und natürlich, wenn du jetzt sagst, du kaufst dir jetzt irgendwie
100 McDonald's-Aktien, dann kosten die halt um die $10,000. Und wer das eben billiger machen will, der kann zum Beispiel tief im Geld liegende Calls kaufen. Also was weiß ich, würde sich dann irgendwie ein 70er Call kaufen. Und der ist natürlich dann viel, viel billiger, erstmal von der Gesamtsumme her, als wenn es die $10,000 in die Aktien investiert. Du musst natürlich ein paar Dinge beachten, nämlich du musst langlaufende Calls kaufen, damit du keinen Zeitwertverlust hast. Also wenn du jetzt normale Covered Calls machst, die verkauften Calls haben eben eine Restlaufzeit von vielleicht 30 Tagen, dann solltest du dir sogenannte Leaps-Optionen kaufen, die also vielleicht ein Jahr Restlaufzeit haben, damit du wirklich in dieser Zeit auch keinen Zeitwertverlust hast. Ansonsten, wenn es im Geld liegende Optionen sind, dann werden die genauso reagieren wie das Underlying. Das heißt, verliert man genauso, gewinnt man genauso, als wenn man die Aktie hätte. Und es gibt sogar in Amerika von den Jungs von Tasty Trade, die nennen das Poor Man Covered Call, also Armer Mann Covered Call. Aber, komischer Begriff, aber ist eine gute Strategie. Wie gesagt, muss man sich ein bisschen damit beschäftigen, wie man die richtigen Basiswerte raussucht. Also so ganz grob, ihr solltet mindestens Delta 70 nehmen bei den im Geld liegenden Calls oder Delta 80, also dass die nicht am Geld liegen, sondern wirklich tief im Geld, damit ihr auch nicht Gefahr lauft, wenn der Kurs mal sinkt, aus dem Geld zu kommen, weil dann habt ihr keine Covered Calls mehr, sondern nur noch einen aus dem Geld liegenden Call Spread. Und das macht dann wieder wenig Sinn. Aber ansonsten ist das eine gute Idee, also kannst du definitiv machen. Hallo Herr Rabe. Daher einige Kommentatoren nach CCW fragen, würde mich zu diesem Thema interessieren, wie man das Wechselkursrisiko hedgen kann, beziehungsweise ob dies notwendig erscheint. Ich denke dabei an systemischen Covered Calls. Viele Grüße, E.H. Hallo E.H., viele Grüße zurück. Also CCW, Covered Call, nochmal das gleiche Thema. Und jetzt ist also hier die Frage Wechselkursrisiko. Da wird immer viel diskutiert, soll man das machen oder soll man das nicht machen? Da gibt es sicherlich keine genaue Antwort darauf. Ich finde es, also ich persönlich hedge meine Währungskonten nicht, sondern ich habe zum Beispiel meine ganzen Konten in Euro laufen. Wenn ich dann Positionen in Dollar kaufe, dann werden die halt die Margen in Dollar gesetzt. Und naja gut, in den letzten Jahren sinkt der Euro eher. Es gab auch Zeiten, da ist der Euro eher gestiegen. Ich glaube, auf lange Sicht kostet das Hedgen mehr Geld, als es am Ende bringt. Und ich tausche halt dann gerade wie jetzt dann die Dollarbestände nicht immer um, sondern solange der Euro fällt, ist ja gut, wenn du Dollarbestände hast. Aber ich kenne halt viele, die haben dann in einem Jahr alles in Dollar genommen und dann müssten sie wieder umswitchen, wieder in Euro und hin und her. Und das ist mir zu kompliziert. Ich will es ja relativ einfach immer haben beim Trading. Und deswegen, ich hedge persönlich nicht, wer das machen will. Ich würde jetzt auch keine synthetischen Sachen irgendwie machen, sondern wer schon absichern will, der soll entweder mit Futures hedgen. Also es gibt ja diese Mini-Futures, die Mikro-Futures, die großen Futures, da kannst du fast jede Kontraktgröße machen. Oder du hedgest dich am einfachsten über Forex. Das heißt, du sagst, ich habe jetzt auf meinem Konto 25.000 Euro. Die will ich jetzt lieber in Dollar umtauschen. Und dann tauschst du das einfach am Forex-Markt halt in Dollar um. Aber oftmals ist es so, Hedgen ist gleich Versicherung. Versicherung kostet Geld. Und das nimmt dir oftmals viel Performance weg. Deswegen, ich bin da nicht so der ganz große Freund, weil es auf lange Sicht meiner Meinung nach nicht so viel bringt. Nicht wie zu Hause jetzt, dass du sagst, du hast irgendwie eine Hausversicherung, die musst du schon haben, wenn es brennt. Also wenn unser Haus abbrennt, dann können wir nicht sagen, ja, schauen wir mal. Aber jetzt beim Konto, wo du sagst, wie viel Prozent schwankt denn das tatsächlich, die Währung im Jahr? Wenn es mal 4-5% sind, das Hedgen kostet fast genauso viel, also das bringt meiner Meinung nach nichts. Okay. Okay. Hi Jens, wie wäre es mit einer Strategie für eine Phase, langsam, long, tendierende Märkte, die eine erhöhte Traderfrequenz ermöglichen? Okay, also ich weiß mal mehr, um was es ging hier bei Espresso Talk Nummer 5. Aber, also, wenn natürlich Märkte lang aufwärts laufen, da gibt es natürlich eine Menge Strategien, die man machen kann. Da muss man jetzt gar nicht irgendwie was Neues erfinden. Das Einfachste ist natürlich, dass man sagt, was wir gerade hatten, Covered Calls in nach oben langsam strebenden Märkten ist natürlich perfekt, weil dann hast du einerseits die Aktie,
die Gewinne macht und auf der anderen Seite werden dir deine Calls wertlos verfallen. Deswegen sind eigentlich für so Märkte, wie wir das etwa 2013 hatten, teilweise auch noch 2014, da ist es natürlich ideal, Covered Calls zu machen. Deswegen haben wir beispielsweise in 2015 auch so gut wie gar keine Covered Calls gemacht, weil einfach die Schwankungen zu stark waren. Du verlierst zu viel mit den Aktien, wenn es mal runtergeht. Aber eben hier, wie beschrieben, langsam long tendierende Märkte. Also es geht so schön nach oben. Ja, da ist Covered Call eigentlich ziemlich perfekt. Oder ganz simpel, man kauft einfach den Aktienmarkt. Also man kauft McDonald's oder irgendwas anderes. Also ist ja auch was. Oder du kannst natürlich auch Short Puts machen. Hat man natürlich immer das Problem, wenn Märkte lange in eine Richtung gehen. Und meistens gehen sie ja nur lange nach oben. Also lange nach unten geht es nicht. Das geht immer relativ schnell. Aber nach oben geht es halt immer relativ lange, wenn es mal geht. Dann hast du keine Volatilität, bekommst keine Prämien. Lohnt sich also nicht. Und also Short Puts, da muss man wirklich stark selektieren. Und da ist dann Covered Call eine recht schöne Idee und da kann man auch gutes Geld dann damit verdienen. Handelsstrategien und klare Regeln. Du zeigst mal kurz eine imposante Liste zum Zugangsdaten für alle Konten, die du betreust. Später erwähnst du, dass die von euch betreuten Konten eine Höhe im knapp achtstelligen US-Dollar-Euro-Bereich haben. Ich verfolge ja deine Aktivitäten im Coaching-Bereich und ähnlichen seit längerem und habe gerade noch mal auf deinem Website nachgeforscht und keine Hinweise auf das Managen fremder Gelder gefunden. Magst du zu diesem Thema Kontobetreuung, Verwaltung nicht mal Näheres sagen bzw. oder vielleicht ein Video machen? Wir machen ein Video, deswegen sitzen wir hier. Also, was machen wir? Wir handeln vielleicht für alle, die jetzt nicht im Coaching dabei sind oder das nicht so sehen. Immer wenn wir Coachings machen, immer wenn wir Webinare machen, immer wenn wir Seminare machen, zeigen wir natürlich immer Live-Konten. Also es ist immer reale Konten, das sind nie irgendwelche gefakten Konten, keine Paper-Money-Konten, das sind immer reales, richtiges Geld. Und jetzt ist es natürlich so, dass wir im Laufe der Zeit nicht nur unser eigenes Geld angefangen haben zu managen, sondern auch das Geld von Kunden. Allerdings nicht wir als Firma selbst, denn wir als Firma selbst sind kein Vermögensverwalter, haben auch keine Zulassung durch die Bundesaufsicht, streben das auch gar nicht an. Aber ich bin quasi nebenbei, wenn man das so sagen kann, nein, ich habe noch eine Anstellung bei einem Vermögensverwalter als Portfolio-Manager und für diesen Portfolio-Manager oder für diesen Vermögensverwalter handle ich auch Konten. Also das ist, weiß ja vielleicht auch der eine oder andere, bei CapTrader gibt es dieses Managed Account, wo man ab 50.000 Euro sich beteiligen kann. Ich habe eine andere Vermögensverwaltung schon seit vielen Jahren. Mit denen haben wir Beratungsverträge, wo wir Signale liefern, damit die setzen das dann selbst um. Und ja klar, wenn jetzt also unser Ziel hier als Firma ist, ist natürlich erstmal jeden, der zu uns kommt, zu sagen, lerne es selber. Weil das ist das Beste, was du machen kannst. Wenn du sagst, ich lerne es jetzt selber, ich weiß jetzt, wie es funktioniert, weil dann hast du selber die Hand drauf, du hast es selber in deiner Hand, was wird und was nicht wird. Jetzt ist es aber natürlich so, dass dann auch immer mal wieder Kunden kommen und sagen, was ihr macht, ist zwar gut, das funktioniert auch, aber ich habe doch keine Zeit oder doch keine Nerven dazu oder mir ist es zu aufwendig. Ich habe doch nicht so diesen, naja, ich bekomme es nicht so hin, wie ihr das jetzt hinbekommt. Könnt ihr das nicht für mich machen? Und dann war es halt ganz einfach so, dass wir gesagt haben, okay, was gibt es da für Möglichkeiten? Wie gesagt, wir selber dürfen es nicht machen. Deswegen machen wir es auch nicht und haben uns dann einfach Partner gesucht, wie man das halt immer macht. Und da war eben CapTrader ein Partner, weil die ja mittlerweile auch eine mit FX Flat Wertpapierhandelsbank zu einer regulierten Wertpapierhandelsbank gehören. Und dann haben die mich gefragt, ob wir das gemeinsam machen können. Wir haben uns mal zusammengesetzt und gesagt, okay, wie könnten wir das machen? Und haben eben dann diese Managed Account Geschichte gemacht. Und ja, da bin ich als angestellter Portfolio-Manager tätig, handle Strategien, die wir unter anderem auch im Coaching machen, die handle ich dann auf den Konten. Man muss aber natürlich fairerweise dazu sagen, dass die Ergebnisse in so einem Managed Account immer deutlich schlechter sein werden als im eigenen Konto. Weil es ist ganz klar, so ein Managed Account, das ist eine durchaus teure Geschichte, weil da fallen natürlich Gebühren an, da gibt es eine Verwaltungsgebühr, da gibt es eine Managementgebühr, eine Gewinnbeteiligung, da gibt es höhere Commissions und so weiter. Und deswegen ist das Ergebnis, wird immer ein bisschen schlechter sein, als das Ergebnis in unseren eigenen Konten.
Aber da muss man halt jetzt, das sind eben so zwei Seiten einer Medaille. Du musst eben sagen, okay, entweder ich mache es selber und habe eben die Chance auf höhere Renditen, oder du sagst, ich lasse es jemanden machen, dann habe ich immer noch mehr, als was ich bei jeder Bank bekomme. Also wir liegen jetzt dieses Jahr, ich weiß nicht, so bei 7-8% plus oder so in den Managed Accounts. Und das ist ja immer noch deutlich mehr, als du irgendwo anders bekommst. Das ist auch deutlich mehr, als der S&P gemacht hat oder der DAX. Aber das ist natürlich nicht zu vergleichen mit dem, was wir gemacht haben. Da liegen wir ungefähr beim Doppelten. Und da muss man sich halt entscheiden. Entweder ich mache es selber oder ich lasse es machen. Und beides hat Vor- und Nachteile. Hier mehr Rendite, aber natürlich viel mehr Aufwand. Hier null Aufwand, dafür weniger Rendite. Und jeder muss halt schauen, was ihm persönlich dann, oder was er auch kann. Also man kann jetzt nicht sagen, du machst jetzt unbedingt selber oder du musst es jetzt selber machen, wenn das vielleicht einfach aus Zeitgründen nicht darf. Also wir haben ja auch viele Kunden, die sind irgendwie beruflich ziemlich stark eingespannt und die dann irgendwie sagen, du was auf, ich kann es halt doch nicht machen. Und bevor sie dann das Geld irgendwo hingeben, wo es nichts wird, dann kommt lieber zu uns. Uns kennt ihr, da wisst ihr, was wir machen. Und da, ich glaube, uns könnt ihr auch vertrauen, dass wir das Geld nicht irgendwie verzocken. Wir kriegen es auch nicht, also das ist, kann ich euch, wer da Interesse hat, schickt uns einfach eine Mail an info@optionsstrategien.com oder ihr ruft bei den Jungs von CapTrader an und dann erläutern die euch das. Sind wir durch für heute? Sind wir durch. Okay, dann beim nächsten Mal versuchen wir noch eine andere Location zu finden. Mal sehen, wo wir unseren Espresso dann trinken. Wir haben jetzt dreimal hintereinander keinen Espresso getrunken, oder? Nein. Wir haben Tee getrunken, wir haben Milchshake getrunken und heute... Milchshake. Haben wir nicht in der Türkei Milchshake getrunken? Eiskaffee. Eiskaffee haben wir da getrunken. Und heute Latte Macchiato aus dem Plastikbecher. Beim nächsten Mal gibt es wieder ganz Espresso. Ordentlichen Espresso. Okay? Wir machen das. Das war's für heute. Wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Bis dahin. Servus, macht's gut. Bye, bye.